Hey ho, Folge 24 von Heroes Charge. Jetzt mit dem Guild Raid als erstes und dann gucken wir mal, was noch so abgeht. Ah ja, verehren muss ich noch. Meister Tuge kriegt hier, oh, hier unten sind noch ein paar. Oskar Stern. Wollen wir natürlich auch noch verehren. Okay. Raubzuginstanz. Los. Schadensrang. Interessenten, 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 ganz viele Interessenten. Muss mal gucken, ob ich mich schon für was angemeldet hatte. Ah ja, okay, für die Kugelblitz-Dingsbums. Aber ich glaube, ich sollte lieber für Drachenglas. Ah, gucke ich später nochmal, ob ich mich da nochmal umentscheide. Wobei ich aber hier wenigstens Erster bin. Alles klar. Warchief. Och, nö. Warchief. Ja. Nee. Boah, probieren wir es mal so, dann auch mit einem ganz anderen Setup. Die Ente mit diesem so von wegen, ach, scheiße gelaufen. Zu geil. Komm, Stunning. Zack. Ah, Damage geht raus, so ist es nicht, sie verlieren. Oh, komm. Das ist aber auch mies, mies, mies. Schnell. Zack. Pop, 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 pop. Komm, gib alles, du schaffst sie noch. Oder auch nicht. Naja, gut. Oh je. Aber 3,4%. Das Setup werden wir mal umstellen. Ihn natürlich, weil er wieder aufsteht. Ihn, weil die ganzen Abbilder ordentlich ablenken. Man könnte natürlich auch den Death Knight nehmen. Mit seinem Schild und Schutz und keine Ahnung, ist natürlich alles gut. Aber ich werde mal Mystik. Oh, ist das. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Aber wenn ich den Mystik, dann machen die beiden zu wenig Schaden. Ich probiere es mal so. Sie Silence die immer so schön. Dass die ihre Fähigkeit nicht zünden können. Was hatten wir eben? 100 irgendwas? Sehen, wie ich jetzt abschneide. Da, ist sie wieder. Donald Duck. Und dann nochmal. Komm, komm, komm. Ultis. Ultis. Do it, schnell. Jawohl, freeze ein. Und los geht's. Ja, ich glaube, das wird besser. Ich glaube, da geht mehr Damage raus als vorher. Das Entchen hinten haben sie fertig gemacht. Das sind ja ganz schöne starke Hengste. Komm, komm, jawoll. Okay. Komm, leg sie um.
Panther, Fressi. Ach. Das ist Tiger, ne? Irgendwie sowas in der Art. Oh ja. 8,94, 422.000 Schadensrang. Hat sich gelohnt. Ach, der ja immer noch. Oh Mann. Ich fand das gar nicht. Hatten wir das beim letzten Mal auch mit dem Old Curse? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Fand die Zusammenstellung gar nicht schlecht. Ich meine, das war nur ein Einzelboss, aber der schafft ja die Abbilder, demnach sind es wieder mehrere. Dann brauche ich natürlich auch nicht Flächenschaden. Ich probiere es mal so. Oh, mache ich einfach Autofight, dann passt das, weil was soll ich da groß uptime außer Stunts, aber hier stunt keiner. Keiner per Ulti. Ja doch, gut, der Warchief, aber der ist ja der einzigste, daher. Obwohl, ja, sie hat gerade gestunt. Aber bis er die hat, ist er wieder raus. Perfekt. Oh, zack, du Hund. Böser Dämon nimmt das. Und. Ja, toll, springt er nach hinten. Aber doch, einen Schaden hat er bekommen, man konnte es gerade sehen. Jawohl, genau darauf habe ich gehofft. Dass sie mit ihrer Ulti die ganzen Abbilder auch mal wegnuppelt. Sehr cool. Scheint eine gute Kombi zu sein, so. Achso, ich brauche ja gar nicht drücken. Ich vergaß. Toll, wen hat er jetzt gestunt? Gar keinen, ne? Wahrscheinlich fehlgeschlagen. Ach. Komm, 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 ja. Old Curse. Vote for Old Curse. Na, da liegt er ausgedampft. Hey, 3 Sekunden noch. Ich habe die ganze Zeit fast ausgenutzt. Ne. Ich habe sie ausgenutzt. Cool. 474. Schadensrang. Okay. Ja, er ist 71. Das kann man nicht vergleichen. Vielleicht hat er auch ein anderes Setup möglich. Oder einfach nur höhere Sterne bei den Chars. Machen wir es nochmal? Ja, ne? Ich könnte ja mal eine kleine Veränderung. Also das Affi ist unumgänglich, würde ich sagen. Der Warchief auch. Ich könnte probieren. Aber dann haben wir kein Damage Boost mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich den Commando rausnehme. Dafür müsste ich einen von denen rausnehmen. Schwierig, schwierig, schwierig. So, da bin ich wieder. Ich musste das pausieren. Meine Freundin wollte was. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Was umändern, ne? Glaube ich, war das? Ja, genau, ich war am Überlegen. Was ich... Tja, kein Dunst, was ich hier mache und will. Ich probiere es einfach mal so. Der macht so einen ordentlichen Single-Target-Schaden. Vielleicht klappt es ja, bevor er meinen Affi umlegt. Okay, ich glaube, das läuft nicht so gut. Tank braucht man wohl schon. Weil er steht da mittendrin und haut dann seinen Flächenschaden raus. Naja gut, jetzt nicht mehr. Jetzt springt er zurück und wirft nur noch seine Bälle, aber jetzt ist schon die Hälfte des Teams tot. Ja, gut. So viel dazu.
Simba, Mensch. Gut, das waren die Raids. Belohnung abholen. Was ist denn hier schon wieder los? Wiederholung? 68. Was zur Hölle hat der denn an Charakteren, ey? Wie geil. Tja, keine Ahnung, aber okay. Wie ich das verteidigen konnte. Ja, weiße Items. Die brauche ich. Suche. In der Höhle mal nach Potions graben. Die liegen da ja so rum. Drei. Watchy. Äffchen. Kommando und Curse. Ach, den Zapper habe ich nicht gesehen, aber hat sich schon erledigt. Was ich auch momentan mache, muss man mal gucken, ob der nächste die Kriterien erfüllt. Ich suche. Erfüllt er natürlich nicht. Ist ein Kommando mit bei, dann geht es nicht. So, hier zum Beispiel ist kein Kommando mit bei. Mal gucken, ob es klappt. Bis jetzt ging es eigentlich ganz gut. Und zwar nehme ich da einfach dann mein Team vom Kreuzzug. Und ja, sie haben zwar die Ultis nicht ready, aber jeder von denen hat ja so einen Burst-Schaden am Anfang. Sie, der Old Curse mit seinem komischen Feuerflamme da. Sie macht auch nochmal so eine Eisexplosion. Und er macht auch so eine, keine Ahnung, so eine Explosion, wo dann der Nahkampfangriff, ich glaube, die Chance zu treffen und so weiter, verringert wird. Ja, probieren wir es mal. Kommando nehme ich dann einfach nur noch dazu um. So, da war das erste. Jetzt kommt der Old Curse. Da war der Mystiker. Ja, und wie man sieht, läuft ganz gut. Ich könnte jetzt sogar noch Ulti zünden und der Phönix hat natürlich jetzt ordentlich reingehauen, aber den Vogel hat ja auch nicht jeder. Also wäre der Phönix nicht gewesen, wäre das eigentlich ein easy win gewesen. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal so ein bisschen Glück und so. Ja, gut. 68 alle. Kein Phönix. Nur ein Warchief. Kein Kommando. Probieren wir es mal. Natürlich ein bisschen höher. Aber ich bin guter Dinge. Oh, jetzt kommt er, sie, es. Oh Gott. Auch sterben. Also ich finde dafür, jetzt muss ich natürlich selber nochmal gucken, dafür, dass die alle teilweise 69 und okay, sie hatten nicht wirklich viel Sterne, aber sie waren 69, ging das doch ganz gut. Ja, jetzt darf ich natürlich
weil ich vorhin den falschen Knopf gedrückt habe. Anstatt zu pausieren, habe ich beendet. Muss ich sehen, dass ich die Folgen nochmal zusammenziehe in YouTube. Also kann sein, dass da eine kleine Unterbrechung mit bei ist. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, werdet ihr schon lange wissen, da sie ja davor war. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Like, subscribe, kommentiert und bis zum nächsten Mal.